Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play The Evil Within. Wir gehen jetzt in das Rathaus hinein. Und wie ihr seht, es sieht alles schon sehr merkwürdig aus. Ich dachte schon, hier kommt irgendwas rausgesprungen, aber es war nur eine Krähe. Und die haben auch wieder diese Leichenhaufen, wo wir immer noch nicht wissen, warum sie die überhaupt... ...aufgetürmt haben. Ja, warte nur, du Arschloch. Foto von Sebastian Castellanos, der Kerl, der Lilly entführt hat. Das muss er von dem vor dem Lagerhaus aufgenommen haben. Ich warte auf dich. Er scheint mich also zu erwarten. Großartige Schlussfolgerung. Großartige Schlussfolgerung. Na, vielen Dank. Wenigstens müssen wir jetzt... Ich weiß halt nicht, ob wir die jetzt kaputt schießen sollen oder ob wir irgendwie von da wegrennen sollen. Ich glaube, wir sollen gegen die kämpfen. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich diese Kacke hier mal anzünden soll. Oh, fuck. Errungenschaft freigeschaltet, auf in den Kampf!
Okay, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich total souverän gespielt habe, weil wir hätten, glaube ich, die Umgebung hier viel besser nutzen können, um die in irgendwelche Fallen zu locken. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, wie ich hier dieses, das jetzt zum Brennen bekomme. Reicht das, da drauf zu schießen? Oh, fuck! Sagt mir das niemand. Egal, jetzt wissen wir's. Es hat ja auch so funktioniert. Oh, hier ist was, aber auf der anderen Seite. Wie kommen wir denn da hin? Hier ist sogar ziemlich viel auf der anderen Seite. Okay, das kriegen wir von hier aus. Hä? Wie kommen wir denn da hin? Ja, also ich bin froh, wir haben es geschafft. Wir haben, glaube ich, keine Spritze mehr, aber wir haben es geschafft, immerhin. Ah, über den Baum? Nee, dann kann ich weitergehen. Das sah so aus, schade. Gut, jetzt sammeln wir logischerweise erstmal die Sachen ein, die wir hier noch irgendwie rumliegen haben. Ja, Sebastian, die ist tot. Du brauchst nicht mehr so angestrengt da reinrennen. Explosivbolzen. Der Sprengkopf auf diesem Armbrustbolzen explodiert bei Aktivierung mit einer heftigen Schrapnellsalve, die in der Umgebung Schaden verursacht. Du solltest bei der Explosion lieber nicht in der Nähe sein. Explosivbolzen können durch Kombination von Nägeln und Schießpulver hergestellt werden. Die haben wir erst relativ spät gefunden. Ja, Sebastian, die ist tot. Keine Angst. Hätte ich aber nicht gedacht. Also ich fand jetzt den Kampf eigentlich ziemlich einfach, muss ich zugeben, weil ich bin ja nicht gestorben, hat man ja gesehen. Das war das erste Mal, dass ich jetzt diesen Kampf gemacht habe, bin nicht gestorben. Habe aber gleichzeitig nicht richtig gewusst, wie effektiv meine Angriffe gegen das Monster sind. Hätte hier, wie man sieht, viel mehr Fallen nutzen können, die wahrscheinlich auch mehr Schaden machen, gerade wenn es dann brennt oder so. Und wieso kann man... Nicht mal da kann er drüber klettern oder was? Die wollen mich verarschen, ne? Boah, was für eine krasse Barriere, dass wir hier nicht drüber kommen. Ja, und trotzdem, obwohl ich mich halt irgendwie ein bisschen blöd angestellt habe und alles, habe ich es beim ersten Mal geschafft. Also merkwürdig. Hätte ich mehr erwartet von dem Gegner. Aber immer trotzdem nervenaufreibend. Dieses Wegrennen etc. Liegt da noch was? Ne, da waren wir schon. Würde mich aber auch ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das Monster dann trotzdem nochmal wiederkommt, weil er es halt wieder zum Leben erweckt irgendwie und wieder zusammenbaut. Das war ja irgendwie nur ein zusammengeschustertes Ding aus mehreren Leichen. Das könnte er ja einfach wieder zusammenschustern. Also würde mich nicht wundern. Okay. Kann ich da durchgehen? Mehr passiert nicht, das ist einfach nur eine Fotofalle. Gut. Gut zu wissen. Ah, das sind aber viele Kisten zum kaputt machen. Nehm. Oder nimm. Auch das. Und das. Was ich mich auch frage ist, was das... Ach, hier ist noch was. Was das für ein leichtes Licht ist, was ich hier auf die werfe. Seht ihr das? Also hier, seht ihr das Licht? Auf dem Auto? Aber ich habe meine Taschenlampe nicht an. Wenn ich die anhabe, sieht es so aus. Aber trotzdem gibt es irgendeinen Lichtkegel, der hier wegreflektiert von dem Auto. Und ich verstehe nicht so richtig, was das sein soll. Der Mond. Aber der Mond ändert doch nicht seine Perspektive oder seine Strahlkraft oder seine Strahlung, wenn ich mich woanders hinbewege. Der strahlt doch immer gleich. Merkwürdig. Wenn wir gegen das Monster, also als wir gegen das Monster gekämpft haben, hatten wir eigentlich nicht wirklich Zeit hier die ganzen Sachen kaputt zu schießen. Wäre zumindest ziemlich blöd gewesen. Aber man findet schon ein bisschen was. Nachladen. Gut, ich denke, das müsste so gewesen sein.
Da ist noch eine Kiste. Also, hier sind viele Kisten. Ich meine, eine Kiste, die man kaputt machen kann. Die hier kann man nicht kaputt machen, als Beispiel. Da oben noch. Nichts drin, schade. So, jetzt war es das aber, oder? Na gut, dann gehen wir mal rein. Oh, da lebt er noch und das blaue Licht ist hier weg. Wer ist da? Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Oh, wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Harrisons Kommunikator. Vor seinem Tod hat Miles Harrison dir diesen Kommunikator gegeben. Offenbar kann damit der Stabilisierungsemitter eingeschaltet werden. Noch ein totes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem. Was willst du denn noch erfahren? Wir wissen jetzt eigentlich schon fast alles. Also viel, viel von dem Scheiße zumindest. Ich stelle mir trotzdem die Frage, warum bringt uns denn der Fotograf nicht einfach um, so mächtig wie der ist? Aber wahrscheinlich ist es wieder so ein Ding von wegen, er will mit uns spielen und bla bla bla. Wie viel Energie haben wir denn eigentlich? Okay. Jetzt können wir mal einen Kaffee gebrauchen. Ist das eigentlich eine Karte? Nee. Jonah Constant. Ist das der Bürgermeister gewesen? Das ist seine Vorgehensweise. Er ist hier. Das wussten wir ja auch schon vorher. Irgendwas in dem Raum? Können wir eigentlich das Licht kaputt machen? Ah, das ist gar kein Licht, das ist glaube ich bloß ein Reflektor. Wahrscheinlich nicht. Nur da drin ist die Musik auch nicht schlecht. Und ich höre Zombie. Wo sollten wir hin? In den ersten Stock, glaube ich. Ausgestellte Kamera. Überall die Bilder von den Verrückten. Hier geht's also in den ersten Stock. Na gut. Ah, die Pflanzen sind echt total sinnvoll. Also, davon haben wir so viele. 26 und wir haben, glaube ich, nur ein einziges Mal bisher im Spiel überhaupt die verwendet. Ne, zweimal, glaube ich. Die verwendet. Also in zwei Situationen mehrmals halt.
um Sachen zu bauen, sonst hat man eigentlich immer genug Spritzen. Das Ding ist halt, wir sterben entweder direkt oder wir gewinnen den Kampf, aber es ist selten der Fall, dass wir halt verletzt überleben und uns heilen müssen. Also wir sterben entweder oder gewinnen den Kampf unverletzt, so. Was soll das denn? Das Gesicht einer Frau. Zerkratzt und bestimmt können wir dann gleich in diesen Gang da reingehen, in dieses Bild. Wirkt zumindest so. Was? Das war die Untersuchung, dass einfach nur ganz kurz das Spiel angehalten wurde, er genauer hinguckt und noch nicht mal was dazu sagt? Geil. Rosen, obwohl diese Blumen wunderschön sind, ist irgendetwas seltsam an ihnen. Du hast das Gefühl, dass du bei den Dornen besonders vorsichtig sein solltest. Aha, interessant. Danke. Smaragd-Halskette. In diese teure aussehende Halskette ist ein großer Edelstein eingearbeitet. Warum fangen wir denn jetzt an, hier alles einzusammeln? Was passiert denn hier gerade? Das passt ja gar nicht zum Rest des Spiels. Was ist das? Die Kamera ist ganz schön alt. Muss was bedeuten. Ach so, wir müssen wahrscheinlich die Rose platzieren. Dann müssen wir diese Halskette daran machen. Damit es halt so aussieht wie die Frau auf dem Bild. Dann machen wir das Foto und dann können wir wahrscheinlich in den Gang reingehen. Also es ist wieder so ein total einfaches Rätsel. Ach sorry, die Rätsel hätten sich echt schenken können. Das sind eigentlich gar keine Rätsel. Das ist einfach nur offensichtlich. Ach so, und dann soll das genauso aussehen wie auf dem Bild. Fotografieren, Fokus einstellen, zurück. Deswegen, also die Halskette muss ja eigentlich zu uns gucken. Und im Hintergrund ist eigentlich keine Lampe zu sehen. Kann ich die jetzt drehen oder so? Ja, kann ich. So? Ich weiß nicht, wo ist die Kamera? Hier. Nee, das müssen wir noch ein Stück weiter nach rechts. Nee. So? Das sollte passen. Und wahrscheinlich können wir das gleiche noch mit der Rose machen. Die Rose, da muss das die längste Blüte ganz oben links und die andere nach rechts. Nee, die Rose müssen wir nicht drehen. Ah, es geht. Okay, also müssen wir es nicht ganz so genau nehmen. Perfekt. Dann schauen wir mal. Fokus einstellen. Ich wusste, dass das passiert, danke. Sie tickt, aber das Pendel bewegt sich nicht. Mysteriös. Mysteriös. Und mach's gut, ehemaliger Gang. Ah. Wer denkt sich denn sowas aus? Afterglow. Wahrscheinlich der Verrückte. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Gucken beim nächsten Mal, wie die Spannung hier weiter aufgebaut wird. Und ja, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.